Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 6. November 2017? Vollmond war am 4. November. Wir haben das gefilmt hier auf Mallorca in Campicafort. Und ich habe diese Aufnahme veröffentlicht mit schamanischer Musik. Die Titel heißt Vollmond November 2017. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat die abnehmende Mondphase begonnen. Diese Zeit eignet sich dafür, von etwas loslassen, trennen, verabschieden, kündigen und auch abnehmen. Mond bekommt einen Einfluss von Stern Aldebaran. Dieser Stern Aldebaran gehört zu den königlichen Sternen. So haben die alten persischen Astronomen bestimmt. Aldebaran war die Hüter der östlichen Himmelsrichtung. Aldebaran ist die Auge des Stieres. Das bedeutet, dieser Stamm befindet sich im Tierkreiszeichen Stier, aber wirkt in diesem Bereich, wo sich gerade die Mond bewegt, also im Tierkreiszeichen Zwillinge. Dieser Stamm sagt aus, klar und deutlich, etwas sehen, etwas erkennen. Wir brauchen heute Klarheit, die Augen offen halten. Aldebaran wirkt auf dem Mond und Mond vermittelt uns natürlich diese Energie, aber Mond bewegt sich schnell, verlässt diese Position und nähert sich zu Sternbild Orion. Dieses Sternbild Orion ist nichts anderes als die himmlischen Jäger. Dieser Orion hat einen Konflikt gehabt mit dem Tierkreiszeichen Skorpion. Der Skorpion hat Orion getötet. Wenn Orion im Osthorizont aufgeht, dann untergeht im Westhorizont die Tierkreiszeichen Skorpion. Sie schauen sich nicht an. Umgekehrt auch. Wenn die Tierkreiszeichen Skorpion im Osthorizont aufgeht, dann untergeht Orion im Westhorizont. Und das hat eine symbolische Bedeutung. Wenn etwas Neues entstehen soll, dann etwas stirbt auch ab oder wir sollen von etwas verabschieden, loslassen, weil wir brauchen Platz für etwas Neues. Und das, was wir entgegenbringen, wenn wir versuchen, etwas Neues zu starten. Etwas müssen wir aufgeben. Das ist die Symbolsprache, was Orion uns vermittelt. Die Scheinbewegung, die Sonne, befindet sich auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Also kommen wir wieder zum Tierkreiszeichen Skorpion. Hat immer noch einen Einfluss von beiden Schalen, nördlichen und die südlichen Schalen, in diesem Sternbild im Himmel. Und das bedeutet Gerechtigkeit, Gleichgewicht und auch Liebe, Partnerschaft. Und die Sonne, auch die Klarheit. Und das ähnelt sich auf den Augen des Stieres Aldebaran. Die Augen offen lassen, etwas erkennen, etwas sehen und dadurch bekommen wir Klarheit. Also das sind die Einflüsse von Fixsternen und jetzt schauen wir mal die einzelnen Tierkreiszeichen an. Tierkreiszeichen Zwillinge. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Mond bewegt sich hier, beeinflusst die Gefühle, nicht nur bei den Zwillingsgeborenen, sondern die Mondenergie wirkt auf uns allen. Aber intensiv spüren gerade die Zwillingsgeborenen und die Mond hat einen Einfluss von Neptun. Und dieser Einfluss unterstützt nicht die Mondenergie, sondern blockiert die Mondenergie. Das sind Enttäuschungen und Täuschungen. Also Täuschungen oder Enttäuschungen. Und das, was die Zwillingsgeborenen, aber auch die Fischengeborenen fühlen.
Neptun ist rückläufig. Das kann auch etwas sein, noch von Vergangenheit, Erinnerungen oder jemand, wo sich wieder meldet von Vergangenheit und diesen Gefühlen, diese alte Enttäuschungen kommen wieder hoch bei Zwillingsgeborenen, aber auch bei Fischengeborenen. Eine gewisse Unsicherheit entsteht im Emotionen im Zwillingsgeborenen. Das sind die Mondenergie und die Neptun-Einfluss. Aber grundsätzlich haben die Zwillingsgeborenen Glück. Glück in die Liebe. Und diese Leichtigkeit sollen sie fühlen. Es widerspricht sich zwar ein bisschen, aber damit möchte ich sagen, grundsätzlich Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Zwillingsgeborenen sollen das vertrauen. Es kommen so Momente, wo die Gefühle ein bisschen durcheinander kommen und kommen alte Erinnerungen oder Enttäuschungen wieder im Vorschein und fangen die Zwillingsgeborenen Zweifeln an die Liebe oder an ihren Gefühlen. Und genau diese Zweifel sollen sie überwinden und im Vertrauen bleiben. Sie haben Glück und sie sollen auch diese Leichtigkeit auch spüren. Die tierkreiszeichnenden Krebsgeborenen entdecken ihren inneren Kraft. Und dieser Wandel befindet sich momentan die Krebsgeborenen. Es kann sein, dass alles zu viel ist oder stressig und sie fühlen sich müde, erschöpft oder kraftlos. Aber wo liegt die Kraft, was die Krebsgeborenen hilft? In ihren Inneren. Und wie bekommen sie diese Kraft, wenn sie die Ruhe bewahren? In den kommenden Tagen kommt auch etwas in Bewegung und Liebe, Partnerschaft verbessert sich in die nächste Zeit bei den Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren Leichtigkeit, sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch auf eine Reise. Eine Reise kann auch eine Wichtigkeit sein, kann auch die innere Reise bedeuten. Merkur bewegt sich jetzt in Tierkreiszeichen Schütze und das ist ein Vorteil nicht nur für die Schützengeborenen und Wiedergeborenen, sondern auch für die Löwengeborenen. Es sind Gespräche, Terminen oder ein Vertrag und das können sie vorteilhaft nutzen, die Löwengeborenen, und das hilft auch besonders in beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren eine gewisse Sperre. Sie haben das Gefühl, es bewegt sich nichts voran. Die Gespräche können zurzeit auch unangenehm sein. Kann auch bedeuten, dass sie warten auf ein Gespräch, auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Trotzdem im Vertrauen bleiben. Das kommt alles im Fluss und die Jungfraugeborenen können mit einem beruflichen Aufstieg rechnen. Nicht im Augenblick, das ist gebremst momentan, aber das ist die Bewegung in den nächsten Tagen, Wochen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen verspüren Leichtigkeit, sie haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, sie können mit guten Kontakten, schönen Freundschaften, Bekanntschaften auch rechnen. Es bewegt sich auch einiges, eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben immer noch eine tolle Ausstrahlung, was sich nähert bei den Skorpiongeborenen. Es ist die Venus-Einfluss und dann haben sie auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und das nähert sich diese Energie. Momentan fühlen sie sich noch ein bisschen unsicher, besonders was die Emotionen betrifft. Etwas bringt die Skorpiongeborenen momentan aus dem Gleichgewicht, aber das dauert nicht lange. Sie haben wieder die Kraft, auch die tolle Ausstrahlung und auch Glück in die Liebe. Das erleben sie nicht heute, aber in die kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen, wie ich schon sagte, hier bewegt sich der Planet Merkur. Das sind Gespräche und Kontakte und Termine oder Vertrag und das hat auch eine Bedeutung. Die Schützengeborenen bringen etwas selbst im Ausdruck, sie sind sehr schöpferisch und sie spüren diese Kraft und es verstärkt sich in die kommenden Tagen, Wochen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sich emotional etwas unsicher. Sie fühlen sich auch kraftlos, aber sie sollen sich bewegen im vertrauten Umgebung, Nachbarschaft, Verwandtschaft
oder ein Ausflug, eine kleine Reise hat einen Vorteil bei den Steinbockgeborenen und sie sollen auf ihren inneren Kraft vertrauen und dazu benötigen die Ruhe. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist auch eine kleine Reise, kleinere Veränderungen möglich. Sie haben ein tolles Gefühl. Bei Wassermann geboren ist auch Sicherheit, Stabilität. Es läuft alles prima bei die Wassermann geboren in allen Ebenen. Gut in die Liebe, Partnerschaft, gute Gespräche, eine tolle Nachricht, Sicherheit, Stabilität und Leichtigkeit und Bewegung und Begeisterung. Die Tierkreiszeichen Fischen geborenen trifft auch das, was ich bei den Zwillingsgeborenen erzählt habe. Die Emotionen kommen aus dem Gleichgewicht, Enttäuschungen. Es kann aber auch sein, das sind Erinnerungen von Vergangenheit oder jemand meldet sich von Vergangenheit wieder. Oder die Fischengeborenen warten drauf, dass jemand meldet und es kommt nicht und das führt zu Enttäuschung, enttäuschten Gefühlen. Und sie haben auch sehr viel Unsicherheit momentan und die Gespräche erscheinen auch undeutlich, unklar. Und wichtig ist bei den Fischengeborenen, dass sie auf ihren Intuition hören, auf ihren Träume, auf ihren Visionen und dass sie auf sich selbst vertrauen. Momentan ist möglich, dass jemand die Fischengeborenen enttäuscht oder versucht, etwas vorzutäuschen und es bringt gefühlsmäßig aus dem Gleichgewicht bei den Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles wunderbar. Sie haben Kraft und Mut. Sie sollen nur Ziele setzen und die Kraft richtig einsetzen. Gute Gespräche sind zum Erwarten. Es kommt auch alles in Form. Sie spüren auch diese Veränderung und diese Leichtigkeit. In die Liebe, Partnerschaft, anderen zuzugehen, dass sich auch wichtig fühlen, zeigen, um die andere kümmern oder zuhören und so kommt im Gleichgewicht, in Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist alles in Ordnung. Die Gespräche können etwas undeutlich und unklar erscheinen, also genau hinhören oder nachfragen oder etwas noch überprüfen. Kann sein, dass Sie sich ein bisschen zweifeln, soll ich schreiben oder soll ich nicht? Also eine gewisse Unsicherheit entsteht, was die Gespräche betrifft. Bei den Stiergeborenen ist wichtige Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch die beruflichen Situation. Diese Beschreibung ist natürlich allgemein, aber ich versuche das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen erklären. Trotzdem ist es noch nicht persönlich. Besteht aber die Möglichkeit des maßgeschnitten Beschreiben, Berechnen und Sie können gerne die Fragen stellen, wie verläuft mein gerichtlicher Termin oder was kommt im nächsten Jahr 2018, was sind die Tendenzen, was passiert in einzelnen Monaten, liegt da Hindernisse, was muss ich bewältigen, worauf sollte ich achten und das kann ich ganz genau beschreiben. Wenn Sie das bestellen möchten, unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Und was ich noch empfehle, das sind die Hotline-Beratungen. Sie können mich telefonisch natürlich auch erreichen. Und die Blitzberatungen. Was ist eine Blitzberatung? Das ist eine E-Mail-Beratung. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Sie Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mails natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und auch nicht vergessen, diese Aufnahme Vollmond November 2017 mit schamanischer Musik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.